Hello, people! So, hier sind wir wieder. Jetzt machen wir Welt 4. Und das Problem aus dem letzten Part habe ich mal wieder gelöst. Und jetzt kann ich doch noch weiterspielen. Gut. Und jetzt haben wir ja eine Wüste. Und dämliche Viecher, die keiner mag. Okay, das sind diese Gegner aus Super Mario Land, glaube ich, oder? Diese Schlange und, ja, diese Spinne und keine Ahnung was. Das sind da Super Mario Land Gegner. Ich habe aber Super Mario Land nie selber gespielt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es nur, glaube ich, mal auf dem Emulator mal kurz angezockt. Aber der Game Boy, das war vor meiner Zeit. Ich war 1989 oder 1990, wann war das ja noch nicht mal geboren, von daher. Habe ich kein Super Mario Land gespielt. Und zack. Metis. Was auch immer das heißen soll. Ah, die Musik kenne ich. Die staubtrockene Wüste aus Paper Mario haben wir hier mal wieder. Obwohl, so staubtrocken scheint es ja hier nicht zu sein, wenn hier Büsche wachsen können. Ah. Mein Gott. Und der Hackerstein hat wohl immer noch nicht gelernt, dass man hier diese Blöcke nicht drin platzieren sollte. Denn das sind Cut-Offs, lieber Hackersteller. Aus Portugal. Ach Gott. Die. Thebe. Okay, und hier haben wir jetzt keinen Hintergrund, oder wie? Hier ist alles vom Nebel verschluckt im Hintergrund, oder was? Da sieht man nur ein bisschen grau und darüber weiß. Mehr sieht man da nicht. Ist das jetzt Absicht? Ich weiß es nicht. Könnte auch eine Notlösung sein für einen misslungenen XGFX-Einfügversuch. Naja. Also Erinnerungen sah scheiße aus, so dann hat man den Hintergrund einfach komplett gelöscht und da weiß hingemacht, oder wie? Naja, ich weiß es nicht. Was oder wie da jetzt genau falsch gelaufen ist. Aber vielleicht war das ja auch gar nicht so, vielleicht war es ja so geplant, ein weiß-graues Level zu machen. Das kann ich nicht wissen. Wobei man die Vordergrundpalette auch irgendwie hätte anpassen können. Soweit ich mich erinnern kann, hat er hier im Vordergrund auch nie die Palette verändert, oder? Oder täusche ich mich da jetzt total? Er hat auch immer sich irgendwelcher originalen SMW-Paletten bedient. Ah, und hier haben wir auch Kirby-Musik. Oder? Das ist doch Kirby-Musik, oder? Ja, ich weiß jetzt aber nicht mal, aus welchem Kirby-Spiel die kommt. Also, das heißt, wir haben ja endlich mal Musik, die eigentlich zum Hack passt. Wobei, ist ja nicht schlimm, in einem Kirby-Hack auch Musik aus anderen Spielen zu nehmen. Und hier passt die. Zu Kirby schon, aber zu dem Level an sich eher nicht. Wenn man dann irgendwie ein nebeliges Level machen will, dann würde ich eher sowas Ruhigeres, Zurückhaltendes, Mysteriöseres an Musik nehmen und nicht sowas Fröhliches. Naja, aber egal. Ich mecker schon wieder zu viel. Ja. Und das ist die Strafe dafür, dass ich zu viel mecker. Ich werde getötet, oder wie? Hm? Ich suche jetzt nach einem anderen Level, wo ich schnell irgendwelche Power-Ups kriege. Nö, aber das scheint kein passendes Level zu sein. Dann probieren wir auch mal das erste. Mann, wo geht's denn hier Power-Ups, verdammt normal. Ach, in dem Teil, wo wir uns letztes Mal so lange aufgehalten haben, nicht. Und hier? In der Düste mit Donkey Kong Country 2 Vulkanmusik gibt's was. Zack. Und
Och Mann, das nervt. Diese dämlichen Bockviecher. Die gehen einem ziemlich auf den Keks-Cookie. So. Stirb. Doi. Tebe. Irgendwo habe ich dieses Wort Tebe schon mal gehört. Ich weiß aber nicht mehr, woher ich das kenne. Naja, ist ja auch egal. Entweder, ich weiß nicht, ob diese Levelbenennung einfach nur random ist, einfach nur aus ausgedachten Wörtern besteht, ob das tatsächlich, ob die tatsächlich einen Sinn hat. Und ich muss ans Telefon, tschüss. Ich muss nur dieses Viech noch töten. Ach, Mann. So, hier sind wir wieder. Ja. Du dämlicher Gumba. Manometer. Du hast mir jetzt nochmal meine zweite Feuerblume geklaut. So, zack. Ach, irgendwie muss ich das Kabel woanders festmachen. Ah, so. Den Patch haben sie auch reingemacht. Interessant. Okay, aber wir haben ja abgespeichert, dann ist das null Problemo. Ich hole jetzt nochmal Power-Ups. Und ihr geht mir nicht auf den Keks. Danke. Zack. Und zack. So. Geschafft. Und jetzt machen wir dieses Level, das ein bisschen ätzend ist. Ja, das ist ja eigentlich nicht schwer, aber man muss hier nur aufpassen und dazu bin ich zu faul, um aufzupassen. Ja, seht ihr, wenn man hier mit der Feuerblume arbeitet und die Viecher alle wegbrennt, dann geht das vom Schwierigkeitsgrad her. Ja, nur man muss eben aufpassen, dass solche Ungeschicklichkeiten einem nicht passieren. Passieren aber schnell, wenn man zu schnell ist, ja. Ja, wie viele von diesen Scheißpflanzen kommen denn da noch? Ersteller? Hast du schon mal was von Abwechslung gehört? Ich glaube ja nicht, oder? Ich habe jetzt keine Lust, mich an diesem bescheuerten Level wieder so lange aufzuhalten. Und ich glaube, bei diesem Kasten, da stirbt man, wenn ich mich richtig erinnere. Deswegen werde ich den jetzt nicht aufsammeln, sicherheitshalber. Meiner, das war der Tod, der da drin war. So. Gut, dann probiere ich diesmal auch vorsichtig zu sein. Ja, so ungefähr. Zack. Ah, Mann. Zack. Und. So. Ach, Mann. Warte mal kurz, ich muss es mir mal kurz ein bisschen bequemer machen und... Och, nö! Nicht schon wieder so ein Dreck, nee. Auf solche dämlichen Bugs habe ich keinen Bock mehr. Warum schafft er das Level nicht? Warum? Liegt das daran, dass ich zu viele Versuche brauche? Oder hier Game Over gegangen bin? Oder warum funktioniert das nicht? Ich kapiere das nicht, Leute. Nee. Ich habe auch keine Lust mehr auf solche dämlichen Level-Bugs. Nee. Fick dich, du dämlicher Hack. Tschüss. So, Leute. Einerseits hat mich das jetzt geärgert, dass ich nochmal bis hierhin spielen durfte. Andererseits bin ich auch froh, weil mir da so eine Sache aufgefallen ist. Also, als ich mal, sagen wir mal, mich erinnert habe, an welchen nach welchen Leveln
das Spiel überall nicht weitergehen wollte und verbuggt war, dann erinnere ich mich daran, das war überall bei allen Leveln so, bei denen ich oft gestorben bin. Also bei denen ich oft gefailt habe. Ich glaube, man darf eine bestimmte Anzahl von Ton nicht überschreiten und vielleicht auch nicht Game Over gehen. Und dann gibt es diese Overworld-Bugs nicht, dass man nicht mehr weiterkommt. Deswegen habe ich hier jetzt ein Save-State gesetzt und werde wohl auch leider ein Save-State vor jedem Level setzen müssen, dem ich dann immer auch laden werde, wenn ich sterbe. Eine andere Möglichkeit wäre, dass das vielleicht mit diesen seltsamen Speicherpunkten mit dem A zu tun hat. Also habe ich da nicht gespeichert. Okay, probieren wir mal auf meine Taktik. Dann dürfte eigentlich keine Abstürzer mehr kommen. So. Okay, jetzt haben wir einen Wald. Und dämliche Custom Sprites. Warte, ich wollte ja den Save-State an, wenn ich sterbe. Das darf ich nicht vergessen, weil sonst darf ich wieder die vier Welten nochmal spielen. Na gut, ach mein Gott, dieses ultranervige Vieh ist tot. Aber wetten, da kommt gleich das nächste. Was war das? Ja, also ihr seht schon, das wäre wieder ein Kandidat für ein Level, das ich nicht schaffe, ohne zu oft zu sterben. Also das Viech hat mich getötet. Ich bin schon gewundert, was hat mich hier getötet? Das war diese dämliche Piranha-Pflanze, die kaum zu sehen war. Ah, oh nö, nicht du schon wieder. Kann man dich irgendwie umbringen? Nö. Ah, man kann euch zumindest aus dem Weg gehen. Aber umbringen kann man die Viecher, soweit ich weiß, nur mit der Shell. Wow, was war das? Okay. Och nö, nicht noch einer von denen. Ich hasse euch so abgrundtief. Ihr seid unfair. Ein unfaires Pack. Gibt es hier irgendwo Power-Ups, die ich holen könnte? Mann. Okay, das Level kann mal wieder lustig werden. Ich sehe es jetzt schon. Also, wir müssen uns irgendwie an diesen dämlichen Drecksviechern vorbeimogeln. Das ist schon mal Fakt. Ach, ja, ihr seht, wie sehr das notwendig war. Wenn ich nicht erkannt hätte, woran das liegt, dann wäre der Hack jetzt nach diesem Level wieder abgestürzt. Und ich wäre nicht mehr weitergekommen, wollen wir wetten? Zack. So, jetzt können wir die Shell behalten. Ich will die Shell für das nächste derartige Viech behalten. Okay, ich hätte die nicht nach oben werfen sollen. Stirbt alle beide. Okay. Ist ja gerade nochmal gut gegangen. Verdammt nochmal, du verdammter Chuck. Ach, okay. An diesem Level sitzen wir wohl auch eine Weile. Sieht man ja hier. Leider. Mann, dann auch diese Hammerspinner. Ach Mann. Ja, danke, Chuck. Natürlich, gegen diese Viecher hat man nur wenige Chancen. Man muss ultra präzise sein und das kriegt man eben nicht immer hin. Verdammt, das Level ist auch scheiße. Das Level ist mies. Wegen zwei Custom Sprites, die alles kaputt machen. Mann, ich hasse dieses Level. Und du stirbst, Chuck, du nervst, du behinderst die Operation. Hammerbruder, Viech töten. Na, geht doch. Wow, shit. Belästige mich nicht, hast du gehört? Man belästigt keine anderen Leute. Ich glaube, das hat dir deine Mutter nicht beigebracht, du blaues Mistvieh. Mann! Mann. Jetzt vertrödel ich den Rest des Parts an diesem Mistlevel.
Ja, wetten, nach diesem Level wäre das Spiel wieder abgeschmiert. Da wette ich mit euch um 1000 Euro, dass das so gewesen wäre. So. Natürlich. Mann. Mann. Hey, ich will jetzt Power-Ups haben. Ich will, hier gibt's aber nirgendwo Pops, das ist das Problem. Nein, ich will nicht speichern. Ich habe einfach keine Lust für Pops so weit zurückzugehen. So. No, mit Feuerblumen kann man auch euch auch nicht töten. Na klar, was sind das für miese, extrem aushaltenden Drecksviecher? Nee, das sind so ziemlich die gemeinsten Custom Sprites, die ich je treffen musste. Natürlich, mein Gott, die laufen mit einem quasi mit. Wie soll man denn da ausweichen? Verschwindet, Chuck. Natürlich, natürlich. Ich wollte eigentlich die Welt noch fertig machen in diesem Part, aber daraus wurde nichts, oder? Na gut, einen bisschen längerer Part tut's auch. Auch wenn wir den schon hatten. So, jetzt sieht's gut aus. Okay, ich glaube, es ist tatsächlich am besten, wenn man in die Mitte geht und da dieses Hammerbruder-Viech zuerst ausschaltet. Ich glaube, das ist tatsächlich keine so schlechte Strategie. Ja, klar, dann auch noch diese Mistviecher in Kombination mit einem Hammerbruder. Und was war denn das für ein komischer Bug? Nein, nicht Salvajogo. Kanzler. Gut, ein Level machen wir noch. Und okay, diese Bananen, diese Affen, die Bananen werfen, kenne ich. Aber diese Pflanzenviecher, die kenne ich nicht. Das sind wieder irgendwelche Custom Sprites, die aber recht harmlos zu sein scheinen. Wobei man auch sagen muss, dass es der liebe Hackersteller-Kollege mit seinen Affen ein bisschen übertrieben hat. Zu viel des Guten. Ach, Mann. So. Okay, und warum gab es jetzt einen Panzer einfach so geschenkt? Das verstehe ich auch nicht. Das macht irgendwie keinen Sinn. Okay, was ist denn hier oben so Hübsches? Natürlich! Hilfe! Okay, das Level war einfach. Komm, da geht noch eins. Elara. Das war's dann aber. Und wieder mit Donkey Kong Country 2 Mucke. So. Hui. Weil dann schaffen wir ja doch noch unsere Welt. Das ist positiv. Zack. Och, Mann. Oh, nö, nicht diese Drecksfische. Warum muss denn jetzt in jedem Level so ein verdammter Custom Sprite drin sein? Ich hasse diese Fische. Weil die so unberechenbar schnappen. Na gut, hier sind die. In diesem Eck sind die jetzt plötzlich erstaunlich lahm. Weil sonst waren die immer böse, unberechenbar und was weiß ich. Ah so, das war's schon. Die Fische kamen nur an einer Stelle des Levels vor. In manchen Hacks konnte man diesen Mauser dazu bringen, dass der sich selber abgeworfen hat. Weiß nicht, ob das hier geht. Hier geht's anscheinend nicht.
Hier muss man denn schon selber mit den Bomben abwerfen. Der erledigt nicht die Arbeit für einen. Okay, es ist aber auch ein einfacher Boss. Nein, ich will das Spiel nicht speichern. Ich habe eine sichere Speicherfunktion, die verhindert, dass das Spiel abstürzt. So, mit Karme machen wir das nächste Mal weiter. Bis dann, Tschüssikowski.